Hallo zusammen. Ich habe ja nun auch schon seit längerem den Verdacht, dass hier oben bei mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Und manche von euch werden sagen, naja, den Verdacht haben wir auch, Lothar. Kann sein. Deswegen bin ich zu meinem Hausarzt und habe gesagt, wir müssen da mal reinschauen, ob noch alle Schrauben fest sind. Ja? Oder nicht, dass da ein Vogel mehr fliegt. Ja, und der Hausarzt hat gesagt, können wir machen. MRT, Bad Neustadt, hin. Ja, und die haben mich da mal durchgecheckt. Ja, das Ergebnis liegt jetzt vor. Ich war beim Hausarzt und er hat sich angeguckt, hat gesagt, ja, alles in Ordnung bei Ihnen. Hab ja gesagt, das kann doch nicht sein. Na doch, so alle Ergebnisse hier so, auch die dort das durchgecheckt haben, haben nichts gefunden. So ein bisschen verkalkt ist schon ein bisschen, also manchmal merke ich auch, okay, es ist schon ein bisschen was. Und da muss man halt was machen, ne? Dass das nicht noch schlimmer wird. Auch mit dem ganzen Herz und so ist alles so mit Verkalkung, ja, Cholesterin. Und da muss man natürlich Tabletten nehmen. Und das ist jetzt nicht meine Welt. Aber ich nehme sie und ich werde euch mal das MRT zeigen. Denn hier auf YouTube gibt es ja immer viele so YouTube-Doktoren, die alles wissen, die alles können und alles besser wissen. Schaut es euch an und wenn ihr seht, da ist doch eine Schraube locker bei dir, oder? Schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis dahin. Tschüss.